Willkommen zurück zu Let's Retro Monkey Island! Oh yeah, Baby. Und wir rufen nun ganz bequem den Typen da. Bom! Dachte ich mir, dass du es bist. Ja, habe ich mir auch gedacht, weil ich bin Stammkunde, ja. Übrigens, der Schwertmeister meinte, du könntest es dir abschminken. Ja, meint er das? Was willst du denn? Den Schwertmeister von Amelia Island will ich natürlich haben. Ja, es ist mir eigentlich klar. Vielleicht können. Ja, fragen Sie bitte nochmal. Das wäre sehr, sehr geil. Ja, nicht so. Ja, mach das lieber mal, alter Mann. Der will jetzt da hinwandern. Kann machen. Mal wieder, natürlich. So, meine Verdacht, oder ich weiß es, glaube ich. Und was? Ja, nichts haben. Wir gehen dem jetzt einfach hinterher, ja. Da war. So muss das nämlich. Da ist er. Da ist er rum. Jetzt ist ja voll die Verfolgungsjagdmusik. Yo, yo, wir verfolgen den Typen rein. In seine Vagina. Ich komm ihn nach. Er rennt aber weg. Was soll ich tun? Oh yeah. Alter, der ist schon schnell drauf, der alte Mann. Komm, Guy, du hast schon Rennen um dein Leben. Du darfst den Jungen nicht verlieren. Da ist er, hol ihn dir. Hol ihn dir. Hol ihn dir, du Hurensohn, hol ihn dir. Und er ist bestimmt da zum. Komm, Fahrt. So, ist er das? Da ist er, der Wanderer. Da. Da ist zur Gabelung. Okay, da ist er. Zack, dann ist er da. Und dann da lang, okay. Wir sind voll unauffällig. Zack. Immer schön den alten Mann wie ein Pädophiler nachjagen, ja. Das ergab jetzt gerade Sinn, als das war, ja, das ergab halt Sinn, das war toll. So, danach da rein. Was war das denn? Yo! Geile Scheiße auf jeden Fall. Ich glaube, ich hab's gefunden. Easy. Ich bleibe lieber hier hinten und lausche. Hallo, Carla. Ich hab dir gesagt, hau ab. Diesmal bin ich nur aus geschäftlichen Gründen hier. Mal wieder. Dieser Junge kam in mein Geschäft und... Gibst du, du alter Lustmoll. Du erfindest immer neue Ausreden, um mich hier zu belästigen. Ja, im Allgemeinen schon. Gut. Hör auf damit, du Fotze. Mach wie eine Fliege und verschwinde, du Bastard. Jemand könnte dir folgen und dann wäre ich mein... Weitere Touristenaktion für Mili Island. Na gut, das ist dann deine Sache, Baby. Ja, natürlich. Und du, zisch ab. So, rate mal, wer jetzt zum Schwertmeister geht und ihn richtig hart in den Arsch ficken wird. Rede mit dem scheiß Schwertmeister. Ah, wer wagt es, sich dem Schwertmeister ohne Erlaubnis zu nähern? Und eine Erlaubnis habe ich dir sicherlich gegeben. Ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Das glaube ich nicht. Jeder, der hierher kommt, will kämpfen. Sieh doch ehrlich, du bist hier, um den Anführer zu beweisen, um eines Tages genauso. Was? Mann? Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Nicht schlecht. Ja, kann es deinem sarkastischen Lächeln sehen, dass du bei General Schmück trainiert hast. Und der Sportteil der Zeitung sagt mir, dass du noch einen Einzelkampf gewonnen hast. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge! Wie komme ich jetzt auf die Fresse? Wer wagte sich? Ach, du bist jetzt wieder. Ja, ich bin episch. Mein Name ist Guybrush. Du bist des Todes. Es geht nicht zur Ehrlichkeit. Ich kann in deinem Sarkasmus. Okay, ja, schön, schon wieder. Ja, okay. Scheiße. Ja, ich bin es wieder. Man meint, es ist eine Lüge, aber ich bin es wieder. Ja, ich bin es. Ah, ich verkaufe diesen tollen Lederjacken. Hallo. Hast du eine in Größe 48? Natürlich nicht. Denn du bist gar kein Jackenverkäufer.
Sieh doch, was soll es, sei doch ehrlich heißen, oder? Ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Ja, es trifft den Nagel auf den Kopf, bla bla bla, nicht schlecht. Ja, ja, kannst du sehen. Kann man hier nicht über... Nee, sorry. Gut, ja. Spannende Scheiße, auf jeden Fall. Gut, wir kommen hier... Kommen hier irgendwo rein, ja. Nein, das wollte ich nicht, oh nein! Ich weiß natürlich, was wir jetzt machen müssen. Kann ich hier irgendwie abbrechen? Nee, gut. Kann ich hier... Nee, gut, dann müssen wir das jetzt nochmal kurz abwerten. Währenddessen kann ich jetzt sehen, was wir jetzt machen. Wir gehen... Nee, wie war das genau? Wir müssen, glaube ich, jetzt diese komischen Sprüche lernen, ja? Deswegen gehen wir jetzt auf den Pfad da, ne? Und werden die Leute, die hier rumlaufen, anquatschen, mit denen fighten, ja? Und mit denen die ganze Zeit reden, ja? Genau so, ja? Genau so! Ja! Ja, scheiß Sportteil. Juckt mich aber nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder irgendwie zurückfinden. Geht das denn so einfach? Der ist da weg. Können wir auch hier weg? Gut, wir können nicht hier weg. Ich verpiss mich ja schon, du Fotze. Ich mag sie nicht. Ich glaube, die wird böses im Schilde. So, schauen wir mal, ob wir wieder zurückkommen oder ja nicht so. Na, sehr schön. Da, ich will den dreckigen Garten. Wie geht das denn? Wie kann ich denn mit dem jetzt fighten? Na, was willst du? Was willst du, du Drecksamme? Mein Name ist Guybrush Threepwood und du bist des Todes. Junge, bist du hässlich! Einer, der versucht, mich so zu beleidigen, ist beleidigend. Ja, hat es seinen Sinn erfüllt, ne? Jo. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Nee. Gott, gibt's ja viel. Wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Das passt gerade überhaupt nicht. Jo, fall. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich bin besser als du. Oh, fuck. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Alter, wie scheiße war das denn gerade? Noch einer. Hä? Ach, Gabelung, deswegen. Dann halt den da. Was willst du, du Dreckschuppe? Mein Name und du bist des Todes, du Hurensohn. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwedel, du Fotze. An deiner Stelle will ich zur Landratte werden, deine Mutter. Ich schaudere. Ist das jetzt ernst gemeint? Ich hoffe nicht. Willst du hören, wie ich drei Männer zu... Das ist dasselbe wie vorhin. Was soll ich jetzt sagen? Könntest du es bitte wiederholen, du Fotze oder so? Ich sagte, müsste irgendwie drei Männer zugleich besiegte. Oh ja. Oh Mann, ist der scheiße. Huch, guter Zug. Stinkender Pirat. Hey, hoffentlich ist es wichtig. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Ach, jetzt können wir dann die ganzen... Ah, wir lernen die Sprüche von denen. Okay. Junge, bist du hässlich.
Ja, hatten wir alles schon. Ich wollte nur irgendwie anfangen. Deine Fuchtel hat nichts mit dem Fachkunst zu tun. Soll ich jetzt den hier machen? So, ich weiß es nicht. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Wie passend, du kämpfst wie eine scheiß Kuh, du Hurensohn. Ach Mann. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Wo, wo? Okay, dann halt der da. Ich will den da. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Guybrush Sweeperwood und du bist des Todes. Mein Schwert will ich aufspießen wie ein Schaschlikspieß. Oh ja, das wird er. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden, du Fotze. Ich bin besser als du. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Ich schaudere. Ja, das machst du. Ja! Ich gebe auf. Ich habe gewonnen. So, kommen wir jetzt nochmal zum Schwertmeister. Müssen wir jetzt den Typen oder finden wir das jetzt selbst? Da glaube ich, ne? Dann der? Dann der? Ne, oder? Das ist falsch. Scheiße. Hä? Hä, was ist das denn? Gruselig. Ja, das ist nicht genauso. Okay, ich habe mich verlaufen. Ich kann nur da lang. Hab ich verlaufen, Mama. Scheiße. Was ist das denn? Der verlorene Schatz von mir. Dieses historische Stück aus der Geschichte von mir. Er freut schon seit Generationen Piratenanwärter und ihre Familien. Geil. Bedenken Sie, es gibt noch mehr Piraten auf der Insel. Warte mal. Die Karte. Hinten 2, 3, 4. Hinten, links, rechts. Links, rechts, hinten. Wäre das jetzt... Hätten wir jetzt... Hä? Warte mal. War das jetzt Zufall, dass ich das gefunden habe? Hier liegt ein Schatz von unglaublichem Wert. Ja gut, dann nehmen wir jetzt mal unsere geile Schaufel. Ja. Ja, ist ja gut, Mann. Alles gut. So, hier, damit, Putz. Wieso klappt das nicht? Ah, da ist... Ach, da... Haha. Ich bin natürlich sehr, sehr schlau. Ja, dann hau mal rein. Jetzt so drei Tage später. Alter, der Junge geht ab. Wow. Oh, jetzt kommt jemand. Wetten. Ach, wenige Stunden später. Okay. Oh, da hast du schon was gefunden. Aha, ich bin auf etwas Hartes gestoßen. Das ist nicht mein Lümmelmann. Es ist ein T-Shirt. Warum ist das T-Shirt hart? Nicht meine Größe, aber immerhin ganz nett. Was? Ja, dann räum die mal weg, ja, aber lass das Loch da. Jetzt 6 Stunden später oder so. Nee, noch ein paar Stunden später, okay. Und das X ist auch wieder wunderschön da. Und wir haben ein geiles T-Shirt. Kann ich das benutzen? Ich habe den Schatz von mir alleine gefunden. Aber, das steht da drauf, ne? Gut, wir haben gerade zufällig den Schatz hier gefunden. Geil. Kommen wir jetzt hier auch wieder weg.
Ah, sehr schön. Out, Ausguck. Das war gerade irgendwie schön, weil das war, ich glaube, das war nämlich der Schatz hier. Bin mir nicht sicher, aber ich sag das jetzt, weil ich halt ein krasser Boy bin, ja. Und weil ich halt so ein krasser Boy bin, werde ich jetzt gleich zum Typen gehen und den dann richtig hart rasieren. Wenn ich ihn finde natürlich, weil das ist immer so eine Sache bei den Typen. Vor allem seit wann ist hier so laut? So, hallo Lüstbast, ich will jetzt nochmal zum alten Mann. Dann werden wir nochmal zum Schwertkämpfer gehen. Jetzt haben wir so geile Sprüche gelernt. Und werden ihn richtig hart beleidigen, ja. Richtig hart, aber so, dann hier rein. So, du Spasti, was ist denn los? Hä, wo bist du hin? Ich laufe durch die halbe Insel, versuche ein Treffen mit dem Schwertmeister zu arrangieren. Ja, dann mach das. Der übrigens meint, du sollst mir das abschminken. Oh, ich will dir das aber. Und als erstes mal sehen, ob ich dir je wieder einen Gefallen tue. Fick dich, wenn du. Was? Ich will zum Schwertmeister. Jetzt so. Nein! Hör zu, sie will dich nicht sehen, klar. Bitte. Ja, er macht's. Ja, ja, ja. Sehr schön. Er macht es. Mal wieder. Aber nur für uns. Und fass ja nichts an, du Hurensohn. Nein, nein, ich bin ja gar kein Hurensohn. Kann man nicht abkürzen, irgendwie, wenn da so durchgeht? Das testen wir jetzt. Mann, ich bin mir gar nicht abgewiesen, Alter. Okay, sehr gut. Übrigens bin ich gar krass, aber was soll das? Ich wollte gar nicht rein. Die Wellen, das ist schön. Und hier der Mond. Das ist schön. Jetzt aber ganz schnell da hoch, ja. Jetzt aber, also. Zur Gabelung. So, da, also links. Links, sagte ich, dann da. Okay, dann, ich bin da, okay. Dann da. Okay. Dann da. Dann da. Das ist schön, weil ich das kann. Und wer das kann, der ist dann schlau. Und weil ich so schlau bin, werde ich das Rätsel lösen. Dann über die Scheißbrücke. Wo ist mein Typ? Da ist er. So, soll ich jetzt für dich erwarten, während die streiten und der andere sie belästigt, der Sack. Ja, ja, währenddessen werde ich mal ganz heimlich einen Schluck trinken, ja. Und ihr werdet es nicht mitbekommen. Aber das hat man nicht gehört. So, hat man aber nicht gehört, okay? Ja. Was wäre in deinem. Oh, bitter. Jetzt, nee. Ach, ich liebe es, wenn du so redest, mein Schatz. Ja, natürlich. Und nun zisch ab, du Fotze. Ich bin dran. Ich bin jetzt ausgebildet, Digga. Ich kann das jetzt. Ich bin jetzt richtig hardcore drauf. Wegen des sich ohne. Ach, du bist es wieder. Oh. Hä, da ist nichts Neues. Du bist des Todes. Es geht nichts über Ehrlichkeit. Ich kann aus deinem Sarkastischen sehen, dass du bei General Schmück trainiert hast. Außerdem sagt mir der Sportteil der Zeitung, dass du einen Kampf gewonnen hast. Ich verstehe, ich muss mehr gewinnen. Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.